wie ein Riesenspeicher, den man füttern muss. Doch was muss, das muss und irgendwann ist ja mal Schluss. Ich möchte lieber surfen gehen mit meiner Maus bei mir zu Hause in meinem Bett durchs Internet. Ach, Leute, keine Panik, ich check die Lage wie der Captain der Titanic, alles wird gut. Also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen. Das ist ja schön, kann ich mir das mal ansehen? Oh, guck mal, wie fein das gearbeitet ist. Also, wenn ich mir was wünschen könnte, dann wäre es so ein Armband. Oh. Es gehört dir. Danke. Ist das nicht wunderschön? Ja, aber das kannst du unmöglich behalten. Warum tust du mir das an? Das ist mein ganzer Stolz. Oh, ist die neu? Nur für mich schon. Du bist schon genauso wie dein Vater. Ach ja? Ich bin wie mein Vater? Lass mich los! Wenn ich wie mein Vater bin, kann ich auch gleich ganz zu ihm gehen. Mich kriegst du nicht klein, mich nicht. Ah! Das gibt's doch nicht! Ja, was denn? Was sagen Sie denn dazu? Ha, feine Schramme. War bestimmt nicht so einfach, die da reinzukriegen. Wie haben Sie das denn geschafft? Hören Sie mal. Ja, ich doch nicht. Einfach abgehauen ist der Kerl. Nicht mal hingeguckt hat er. Aber ich bin Augenzeuge. Sozusagen. Na, dann haben Sie sich ja bestimmt auch die Nummer aufgeschrieben. Nix so und gut. Ciao. Lege. Karim, was ist denn los mit dir? Das fragst du noch, nach allem, was passiert ist? Was ist denn passiert? Ich verstehe dich nicht. Du willst mich nicht verstehen. Doch, natürlich will ich. Was habe ich dir getan, dass du mich so behandelst? Wie behandle ich dich denn? Verächtlich und kränkend, wie einem Feind. Hey, jetzt übertreibst du aber. Und zwar mächtig. Misch du dich da nicht ein. Das ist eine Sache zwischen Elisabeth und mir. Jetzt hör mir doch mal zu, Karim. Deine Zunge redet das eine, aber dein Kopf denkt was anderes. Ich habe genug davon. Ich will nichts mehr hören. Hier. Hey, warte. Das nützt doch nichts. Ach, hey, was geht denn? Kino? Sorry, wird total abgebrannt. Aber hier rumhängen habe ich auch keinen Bock. Wie wäre es mit heute aufreißen? Und wo willst du die hernehmen? Die da vielleicht? Hey, ciao. Hallo. Aber wie ist mit den beiden? Ich wette, die stehen auf mich. Dann geh sie doch ran, baggern. Okay. Hi, Bräute. Ist hier noch ein Platz frei? Auf so ein Dich haben wir gerade gewartet. Sag ich doch, ich bin Kevin. Aha, verzieh dich. Okay, sorry. Oh, Mami, so geht man mit keiner Signorine um. Wenn du was wissen willst über Il Amore oder über Mädchen, dann frag Giovanni. Kapisch? Und, hast du eine Verabredung? Ja? Wo trefft ihr euch denn? Wisst ihr was, ihr habt keine Ahnung. Na klar, ich wette, du hast schon Mädchen angebaggert, als du 3 warst. Nee, aber mit 8 wusste ich schon, was Sache ist. Angeber. Musst du gerade sagen, was kann ich dafür, dass du noch Jungfrau bist? Ey, das nimmst du sofort zurück, ja? Stimmt doch, oder? Halt du dich da raus. Wenn jemand noch Jungfrau ist, dann du. Neulich hatte ich ein heißes Date mit meiner Cousine. Verwandte zählen nicht. Wieso denn nicht? Mädchen ist Mädchen, oder? Wisst ihr was? Wenn ich wollte, könnte ich jede haben. Jede vielleicht, aber keine der Einstein-Mietzen. Wetten das? Ich hab da schon was am Laufen. Hart. So rein wie eine Bergquelle. So hell wie der lichte Tag. So zart wie Seide. Genau wie meine. Möchte wissen, wieso diese Models immer so super toll aussehen. Keine Pickel, keine Flecken. Alles Schminke. Meinst du? Na klar. Damit kannst du aus jeder eine Claudia Schiffer machen. Ey, guck mal, hier steht, unser Model Susanna pflegt ihre Haut mit Flower Power Soft. Eine Probe dieser neuartigen Pflegelotion haben wir im Heft beigelegt. Hey, was soll denn das? Ich hab's. Moment mal. Die Zeitung haben wir uns zusammen gekauft.
Die Hälfte gehört mir. Ich denke, du hast einen super Tag. Da brauchst du doch so ein Zeug nicht. Man kann nie genug für seine Haut tun. Mensch, Anna, die Probe reicht nur für eine. Na und? Okay, wir teilen. Aber beschwer dich nicht, wenn nachher eine Hälfte deines Gesichtes wie Naomi und die andere wie Frankenstein aussieht. Einverstanden. Behalt sie. Aber die nächste Probe ist für mich. Abgemacht. Das kribbelt richtig. In diesem Augenblick, meine Damen und Herren, werden die Liposomen in die Haut der jungen Thekla Singer geschleust. Bitte, was wird? Wir sind Zeugen eines aufregenden Prozesses. Die Feuchtigkeit dringt vor unseren Augen in ihre Zellen ein. Woher weißt du das? Von meiner Mutter. Die benutzt auch so ein Zeug. Du, meine Haut wird plötzlich ganz straff. Na, was ist los mit dir? Immer noch sauer wegen Karim? Ich verstehe das einfach nicht. Ich wollte ihm noch nur seinen Armband zurückgeben, weil Nadja gesagt hat, dass ich es nicht behalten darf. Ach, an deiner Stelle würde ich darüber gar nicht mehr nachdenken. Ich habe aber keine Lust, mit einem in der Klasse zu sitzen, der nicht mehr mit mir redet. Na und? Ist doch total bescheuert. Ehrlich gesagt, es hat mir sowieso nicht gepasst, wie er ständig hinter dir her war. Schließlich gehörst du doch zu mir. Moment mal, ich gehöre niemandem, nur mir. Ist das klar? Okay, okay. Aber pass bloß auf, in Karims Heimat sind die Frauen immer noch Eigentum des Mannes. Du spinnst doch. Ehrlich, das ist so. Da gilt eine Frau gar nichts. So schlimm ist es doch heute nicht mehr. Und ob? Du kannst ihn ja mal fragen. Jetzt lass mich doch endlich mit Karim in Ruhe. Der kann mir mal gestohlen bleiben. Na, alles okay? Gar nichts ist okay. Karim ist total sauer auf mich und das alles bloß wegen dir. Wie? Moment mal, das musst du mir erklären. Dazu müsste ich es ja selbst erst mal verstehen. Was ist denn passiert? Ich wollte ihm seinen Armband zurückgeben, aber er wollte es nicht haben. Er ist richtig sauer auf mich geworden. Hätte ich doch bloß nicht auf dich gehört. Fehlt. Hey, was machst denn du hier? Sport. Siehst du doch. Was ist denn? Nichts. Ich bin vorhin so hingefallen und ist auch nicht so schlimm. Sag mal, hast du eigentlich einen festen Freund? Wie kommst du denn darauf? Nur so. Ich meine ja, so wie du aussiehst. Wie sehe ich denn aus? Naja, nicht gerade schlecht. Soll aber ein Kompliment sein. Aber gib dir keine Mühe, ich bin heute nicht in der Stimmung für einen Anmacher. Du bist mir schon länger aufgefallen, ehrlich. Komm, lass es. Immer wenn ich dich sehe, denke ich, wow, die ist es. Tust du mir einen Gefallen? Klar, was liegt an? Ich will ein bisschen alleine sein. Gibst du mir eine halbe Stunde? Okay. Wie wär's mit morgen? Gleiche Zeit? Okay. Schon gut. Wollen Sie eine Hälfte? Nein, danke. Ich kann Ihnen doch nichts wegessen. Schon gut. War nur ein Angebot. Tja, Sie wissen ja vermutlich, dass es bei der gestrigen Wahl Unregelmäßigkeiten gab. Wir müssen die Wahl wiederholen. Sagen Sie, könnte ich vielleicht doch ein klitzekleines Stückchen essen? Dabei ergibt sich allerdings ein neues Problem. Und das wäre? Für einen erneuten Wahlgang haben wir leider keine Kandidaten mehr. Na nun, was ist denn mit Anna und Philipp? Beiden sind zurückgetreten. Warum? Sie haben mir mitteilen lassen,
Sie hatten keine Lust mehr. Na, nach dieser grausigen Popcorn-Schlacht wundert mich ja überhaupt nichts mehr. Aber was ich immer sage, Schüler in dem Alter fehlt einfach die nötige Reife. Was hat denn das mit dem Alter zu tun? Gucken Sie sich mal unsere Parlamentsdebatten an, wie es da manchmal zugeht. Reife hin, Reife her, für mich steht fest, dass die Wahl wiederholt wird. Schließlich müssen die Kinder lernen, auch mit komplizierteren Situationen umzugehen. Das sehe ich genauso wie Sie, Herr Direktor. Tja, nur ohne Kandidaten wird das schlecht gehen, ne? Vielleicht sollten Sie noch mal mit Anna und Philipp sprechen, Herr Dr. Stolberg. Immer ich? Mhm. Ja, wer denn sonst? Na, Sie zum Beispiel könnten das in diesem Fall auch mal für mich übernehmen. Das müssen Sie schon selber erledigen. Das ist Sache der Schulleitung. Herr Direktor, darf ich Sie daran erinnern, dass mit Hilfe Ihrer Stichstimme die Entscheidung getroffen wurde, die Wahl nicht zu verschieben? Aber soll ich Sie denn zwingen? Nein, natürlich nicht. Sie müssen Sie überzeugen. Wie denn? Schließlich geht es um einen Rücktritt von einem Rücktritt. Neugierig bitte hier pusten. Na sag schon, was steht da? Du bist in jemanden verliebt und weißt nicht, wie du es sagen sollst? Dann nichts wie hin zur Liebesbrief AG von Gregor Haller um 18 Uhr im Klassenzimmer 7. Ist die Idee mit den Federn von dir? Hm? Und, wie findet ihr es? Megamäßig. Na, auch mal pusten? Nee, lass mal. Nur Mut, hier lernst du was fürs Leben. Liebesbriefe sind doch altmodisch. Da schreibe ich lieber eine heiße SMS. Verstehe, etwa so? Du hast dein rotes Butteleimerchen in meinem Sandkasten liegen gelassen. Soll ich es dir vorbeibringen? Ihr seid so dämlich. Falls du noch etwas dazulernen möchtest, herzlich willkommen. Danke, wir brauchen keine Nachhilfe. So, und jetzt erklärt ihr mir mal, warum ihr wirklich zurückgetreten seid. Ach, da gibt's viele Gründe. Einer würde mir schon reichen. Danke. Also... Ich habe einfach keine Lust mehr, mich noch mal betrügen zu lassen. Ich auch nicht. Aber wir wissen doch weder, ob es so war, noch wer es war. Das ist doch wohl keine Frage. Für mich schon. Außerdem habe ich keine Lust mehr auf dieses Kasperle-Theater. Das Beste wäre, wir finden einfach neue Kandidaten. Eben nicht. Das wäre doch das Gleiche in Grün. Auseinandersetzung ist nun mal Bestandteil jeder Demokratie. Aber Wahlbetrug ja wohl nicht. Was soll denn das jetzt schon wieder? Ich habe dir doch gesagt, dass ich damit nichts zu tun habe. Und wer war's dann, wenn ich fragen darf? Wir werden es vermutlich nie herausfinden. Sag mal, habt ihr euch mal Gedanken gemacht, wie das auf die anderen wirkt, wenn ihr so einfach hinschmeißt? Na, was soll sein? Die wählen halt einen neuen Kandidaten. Ah, nicht ganz so simpel, Philipp. Was haltet ihr davon, wenn ich mich persönlich darum kümmere, dass es solche, sagen wir mal, Unregelmäßigkeiten wie bei der letzten Wahl nicht mehr gibt und ihr stattdessen von eurem Rücktritt zurücktretet? Einverstanden. Aber nur unter einer Bedingung. Und die wäre? Anna soll auch noch mal antreten. Na, was ist Anna? Okay, ich trete an. Wollt ihr nicht mit? Na, wenn da einer zaubert, bin ich dabei. Vielleicht zieht ja dieser Rudolf oder ein Johnny aus dem Hut. Das gab's auch nur du. Na, gibt's was Neues von einem Wölfchen? Nichts. Ich komme einfach nicht an ihn ran. Na? Dasselbe wie immer? Für mich bitte heute ein Erdbeermilchshake. Aha. Ah, Doktore, das Schokoeis kommt sofort. Schön, Giovanni, aber heute bitte mit Sahne. Mit Sahne? Kommt sofort. Hallo? Na, ich hoffe, ich störe die Herrschaften nicht bei ihren tiefschürfenden Verdächtigungen. Aber Sie doch nicht, Herr Dr. Wolfert. Ich hab dir was mitgebracht, Johannes. Mir? Was ist denn da drin? Mach doch mal auf. Vorsicht! Pass auf, dass du nicht meine Fingerabdrücke verwischst. Der rechte, das ist übrigens mein neuer, na? Sieht der etwa so aus wie euer Johnny? Nein. Na, dann darf ich mich wohl verabschieden. Herr Dr. Wolfert, es tut mir wirklich leid. Das in der Mitte, das bin übrigens ich. Schön, dass ihr auch noch kommt. Wir mussten nur noch was besorgen. Danke. Fehlt nur noch eine Friedenspfeife. Die könnt ihr euch ja selbst basteln. Habt ihr schon eine Idee? Ladies first. Bitte, was schlagt ihr vor? Philipp möchte euch den Vortritt lassen. Okay, damit wir nicht morgen noch hier sitzen. Anna fände es gut, wenn jeder, der abstimmt, seinen Namen unter den Wahlzettel schreibt. Gute Idee. Da gibt es nur ein klitzekleines Problem. Wenn wir das so machen, dann ist es keine geheime Wahl mehr. Das
Das wäre ja Horror, wenn ihr da wüsste, wer wen gewählt hat. Es gibt total den Oberzoff. Na und? Dafür kann keiner betrügen. Ich hab eine Idee, wie wir euren Vorschlag retten könnten. Und? Nummern statt Namen. Wie bitte? Ist doch ganz easy. Wir nummerieren die Wahlzettel durch. Und außerdem haut Stolberg auf jeden Zettel seinen Schulstempel. Genau. Betrüger haben so keine Chance mehr. Es gibt keinen Zettel zu viel. Dürfen wir uns kurz beraten? Sollen wir uns zurückziehen? Nein, nein. Nicht nötig. Okay, wir stimmen zu. Unter einer Bedingung. Und die wäre? Die Stimmabgabe soll zusätzlich von je einem Vertreter der beiden Wahlteams überwacht werden. Einverstanden. Auf einen fairen Wahlkampf. Ich finde das oberpeinlich. Aber ich habe mich doch bei Wolfert entschuldigt. Ich habe dir tausendmal gesagt, dass Wolfert nichts damit zu tun hat. Ein wahrer Detektiv verfolgt eben jede Spur. Und da kannst du auch mal den Falschen treffen. Was wäre eigentlich, wenn Johnny von ganz alleine ausgerissen wäre? Glaubst du nicht im Ernst, dass er erst den Schlüssel geholt und danach noch selber das Schloss aufgemacht hat? Nein, natürlich nicht. Aber es kann auch sein, dass jemand vergessen hat, die Tür zuzumachen. Wenn du mit dem jemand mich meinst, ich weiß ganz genau, dass ich die Tür richtig abgeschlossen habe. Hier. Ein Geschenk. Für dich. Hm? Ja, für dich. Was soll ich denn damit? Das ist der Becher von Dr. Wolfert. Ich dachte, du wolltest unbedingt die Fingerabdrücke von ihm haben. Buon appetito. Dann ist Schluss. Sind denn nicht schon alle durch? Zwei fehlen noch. Oh. Da seid ihr ja. Das habt ihr ja gerade noch geschafft. Wir hatten noch was Dringendes zu erledigen. Aha, ihr habt noch 2 Minuten. Damit ist die Wahl beendet. Irgendwelche Einwände von Thekla oder Sebastian? Alles korrekt. Also von Seiten der Beobachter? Keine Einwände. Dann beginnen wir mit der Auszählung. Wie viele haben an der Wahl teilgenommen? Genau 71. Dann müssen wir zuerst überprüfen, ob wirklich nur 71 Wahlzettel da sind. Na dann, viel Spaß. Tschüssi. Tschüssi.